Rosa Luxemburg, ihr Schädel zertrümmert, von tödlichen Kugeln getroffen, wird in den Landwehrkanal geworfen. Unser herrschender Marxismus fürchtet leider jeden Gedanken. Werde ich niemals ein Kind. Sie wissen, ich fühle und leide mit jeglicher Kreatur. Wie ein alter Dichtunkel. Eine Wespe, die mir ins Tintenfass rutscht, spüle ich dreimal im lauwarmen Wasser. Werde ich niemals ein Kind haben. Trockne sie auf dem Balkon in der Sonne. Sie wissen, um mir das bisschen Leben zurückzugeben. Unser herrschender Marxismus fürchtet leider jeden Gedankenflug. Wie ein alter Dichtunkel. Für diese Militärs war sie ein Flintenweib. Das wird immer gerne zitiert, dass sie eigentlich zum Gänsehüten geboren ist. Wenn jemand Opfer geworden ist, ist damit nicht bewiesen, dass er recht hatte. Sie ist wie sowas, bisschen wie so eine Maria oder sowas, ne, die man zur Kultfigur machen kann. Leute, die herausragen, haben immer was Besonderes. Und das Besondere ist meistens nicht bequem. Auf Proletarier zum Kampf. Es gilt, eine Welt zu erobern und gegen eine Welt anzukämpfen. In diesem letzten Klassenkampf der Weltgeschichte um die höchsten Ziele der Menschheit gilt dem Feinde das Wort: Daumen aufs Auge und Knie auf die Brust. Rosalia Luxemburg wird in Russisch-Polen geboren. Samosch gehört 1870 zum russischen Zarenreich und gilt als Padua des Nordens. Eine Handelsstadt mit vielen Kulturen. Armenier, Türken, Ukrainer leben hier. Die Juden sind wirtschaftlich einflussreich und zugleich ausgegrenzt. Viele Berufe und Bildungsmöglichkeiten bleiben ihnen verwehrt. Immer wieder kommt es zu Pogromen. Rosalias Mutter ist Tochter eines Rabbiners. Die Luxemburgs gehören zur aufgeklärten jüdischen Intelligenz. Sie sind polnisch gesinnt und lehnen die russischen Besatzer ab. Die Familie kann sich ein großes Haus am Markt leisten. Vater Elias betreibt einen gut gehenden Holzhandel. Doch die Provinzstadt scheint ihm zu eng, bietet ihm zu wenig Perspektiven. 1873. Rosalia ist 3 Jahre alt, als die Luxemburgs nach Warschau aufbrechen. Da, wo heute ein stalinistischer Protzbau steht, gab es damals elegante Einkaufsstraßen mit noblen Bürgerhäusern. Die Familie mietet sich in der Swatastraße 16 ein. 3 Zimmer im Vorderhaus müssen für 7 Personen reichen. Der vom Vater erhoffte Aufstieg in der Metropole bleibt aus. Als Rosalia 5 ist, wird sie an der Hüfte operiert und muss fast 1 Jahr im Bett verbringen. Zeit, um Lesen und Schreiben zu lernen. Das Nesthäkchen entwickelt einen wahren Schreibterror. Tag für Tag wandern Briefe an ihre großen Geschwister von Zimmer zu Zimmer, die postwendend beantwortet werden müssen. Bis sie 9 Jahre alt ist, wird sie von der Mutter zu Hause unterrichtet, auch in der deutschen Sprache. Der Vater bringt polnische und deutsche Bücher mit nach Hause. Verbotene Literatur. Abends sitzt die Familie um den Esstisch und liest Schiller mit verteilten Rollen. Verse aus der Jungfrau von Orléans verstärken Rosalias Sehnsucht nach Freiheit und die Ahnung, dass man dafür kämpfen muss. Damals glaubte ich fest, dass das Leben, das richtige Leben, irgendwo weit ist, dort über die Dächer hinweg. Seitdem reise ich ihm nach, aber es versteckt sich immer hinter irgendwelchen Dächern. Am Ende war alles ein frevelhaftes Spiel mit mir.
und das wirkliche Leben ist gerade dort geblieben. Sie besucht das zweite Warschauer Mädchengymnasium. Polnisch sprechen ist streng verboten, selbst in den Schulpausen. Rosalia gilt als aufmüpfig und schreibt Verse auf Polnisch, die unter den Schülerinnen heimlich von Hand zu Hand gehen. Ein Gespenst geht um, unter den Gymnasiastinnen. Das im Ausland gedruckte und auf abenteuerlichen Wegen ins Land geschmuggelte kommunistische Manifest. Es wird als Vision von einer freien und gerechten Gesellschaft in geheimen Schülerzirkeln debattiert. Rosalia ist 17, als sie auf die Rückseite dieses Fotos für eine Freundin schreibt: Mein Ideal ist eine solche Gesellschaftsordnung, in der es mir vergönnt sein wird, alle zu lieben. Im Streben danach und im Namen dieses Ideals werde ich vielleicht einmal imstande sein, zu hassen. Trotz eines ausgezeichneten Abiturs darf sie als Frau in Warschau nicht studieren. Für begabte Mädchen gibt es einen Ausweg: fliegende Universitäten in Privatwohnungen. Doch die Luxemburgs haben nicht das Geld, um ihrer Tochter diese Ausbildung zu finanzieren. Sie verlässt Warschau und geht ins Ausland, ändert später ihren Namen. Aus Rosalia Luxemburg wird Rosa Luxemburg. Als sie im Februar 1889 Zürich erreicht, ist sie froh, dem zaristischen Gefängnis Polen entkommen zu sein. In der Stadt zwischen Seen und schneebedeckten Bergen kann sie aufatmen. Rosa Luxemburg genießt Luft und Landschaft, vor allem aber die anregende Atmosphäre. Tausend Geister aus aller Herren Länder tummeln sich hier. Die Schweiz ist damals eine Insel der Liberalität. Frauen und Männer studieren gleichberechtigt und unabhängig von Religion und Herkunft. Sozialisten, Anarchisten, Revoluzzer, Weltverbesserer jeglicher Couleur zieht es nach Zürich. Rosa Luxemburg sucht ein Quartier. Oberstraße, nahe der Universität, ist der Szenebezirk, angesagt bei Studenten und Professoren. Sie sehnt sich nach bürgerlicher Bequemlichkeit zu einem bezahlbaren Preis. Sie lebt vom Geld ihrer Eltern, ein schmales Salär. Doch Mittellosigkeit ist hier kein Makel. Die Emigranten helfen einander. Man sieht sich in Clubs und Kneipen und teilt, was man hat. Tee, Bücher und vor allem Ideen. Im Vereinshaus der Deutschen Sozialdemokratie trifft sich auch die polnisch-russische Emigrantenszene. Man streitet bis in die Nacht, wie die Welt zu ändern sei. Rosa Luxemburg verliebt sich in einen schönen jungen Balten aus Wilna. Ihn umgibt eine Aura revolutionärer Legenden. Nicht einmal die Genossen kennen seinen richtigen Namen, Leo Jogiches. Er stammt aus einer reichen jüdischen Familie. Sie ist beeindruckt und Jogiches wird für sie der Mann ihres Lebens. Sie nennt ihn Giorgio, Goldener. Findet immer neue Kosenamen. Bald sind die beiden ein Paar. Doch Jogiches besteht auf Konspiration. Die Liaison bleibt ein Geheimnis. Sie wohnen getrennt und sprechen sich vor Publikum mit sie an. Luxemburg fällt dieses Versteckspiel zunehmend schwer. Teuerster Liebster, dir erscheint das sicher ungeheuerlich, vielleicht komisch, dass ich dir den Brief schreibe. Wir wohnen 10 Schritte voneinander entfernt. Wir sehen einander 3-mal täglich. Übrigens, ich bin doch nur deine Frau. Wozu also diese Romantik, nachts an den eigenen Mann Briefe schreiben? Acht Monate nach ihrer Ankunft in Zürich schreibt sich Rosa Luxemburg an der Naturwissenschaftlichen Fakultät ein. Sie belegt Zoologie und Botanik, wie auch Jogiches. Doch weder Darwins Theorien noch der gerade in Mode gekommene Sozialdarwinismus geben ihnen Antworten auf drängende gesellschaftliche Fragen. Sie wechseln das Fach, studieren Nationalökonomie und Philosophie.
Dozenten attestieren der jungen Frau, auch bei politischem Dissens, ausgeprägte analytische Fähigkeiten und rhetorisches Talent. Jogiches finanziert von nun an der Geliebten Studium und Lebensunterhalt. Sein Vermögen erlaubt den beiden auch unbeschwerte Sommertage am Vierwaldstätter See. Eine kurze Zeit, ganz ohne Konspiration und Verstellung. Erinnerst du dich, wie dort einmal am Sonntag Musikanten in den Garten kamen und uns aufstörten? Oder wie du aus Lugano mit Einkäufen ankamst? Und ich packte dann auf den Tisch Apfelsinen, Käse, Salami, ein Törtchen auf Papier. Ach, weißt du, wir haben sicher niemals prächtiger zu Abend gegessen als damals auf dem kleinen Tisch in dem leeren Zimmer bei offenem Balkon. Du hast meisterhaft Eier in der Pfanne gebraten und fern in der Dunkelheit flog mit Getöse der Zug nach Mailand über die Brücke. Sie hat diese Briefe geschrieben, in denen sie ihn fast anbettelt, dass sie irgendwann wenigstens ein Kind haben möchte, und für ihn kam das nicht in Frage und irgendwann hat sie das akzeptiert. Und man neigt gerne dazu zu sagen, ach, wie schrecklich und dieses Opfer. Und ich denke, dass sie das selber nicht so begriffen hat. Das ist eine Zeit gewesen, wo sie also dieses bürgerliche Leben sich gewünscht hat mit Weihnachtsbaum und Kinderlachen, aber das ist irgendwann vorbei gewesen. Sie hat das akzeptiert, dass er das abgelehnt hat, und es gab in diesem gemeinsamen Leben andere Dinge. Bald erkennt Rosa Luxemburg, dass sie ihren Mann weniger als Geliebte, mehr als Genossin fasziniert. Sie ist keine schöne Frau, etwas klein, leicht untersetzt, mit einem Gehfehler seit der Kindheit. Aber sobald sie zu reden anfängt, zieht sie alle in ihren Bann. Den ersten öffentlichen Auftritt hat sie 1893 beim dritten Kongress der Sozialistischen Internationale in der Züricher Tonhalle. Die politische Elite ist versammelt. Den einen bleibt die 23-Jährige als doktrinäre Gans in Erinnerung. Die anderen bewundern sie als charismatische Rednerin. Es ist das Sprungbrett für ihre politische Karriere. Die junge Wilde möchte nicht nur Gedanken bewegen, sondern die Gesellschaft. Dafür ist ihr die beschauliche Schweiz entschieden zu eng. Doch bevor sie weggeht, reicht sie ihre Dissertation ein. Das Ergebnis: Magna cum laude. Stolz wie ein Schulmädchen schickt Frau Dr. Juhe eine Kopie nach Warschau zu ihren Eltern. Als ihre Mutter an Krebs erkrankt, kämpft sie für das Wohl der ganzen Menschheit. Sie hat keine Zeit für die Familie. Ihre Mutter stirbt. Bis zuletzt hatte sie gehofft, die Tochter wiederzusehen. Rosa Luxemburg zieht es nach Berlin. Deutschland bietet beste Voraussetzungen für die sozialistische Jeanne d'Arc. Die Sozialdemokratie ist am Ende des 19. Jahrhunderts eine Macht im Kaiserreich. Ein deutscher Pass muss her. Also heiratet sie Gustav Lübeck, den Sohn befreundeter Genossen. Der akzeptiert die Scheinehe. Nach dem Prozedere auf dem Standesamt geht jeder seiner Wege. Jogiches reagiert trotzdem verschnupft. Luxemburg lässt den uncharmanten Geliebten in Zürich zurück und reist als Frau Lübeck in die deutsche Hauptstadt. Boomtown Berlin, Deutschlands größte Industriemetropole. Die elektrische löst gerade die Pferdedroschke ab, um Tausende täglich zur Arbeit zu bringen. Es riecht nach Schmiere, Schweiß und großer weiter Welt. Wohnhäuser schießen neben prächtigen Einkaufstempeln in die Höhe. Eine atemlose Stadt, keine Zeit, keine Zeit. Noch bevor Rosa Luxemburg ihre Koffer richtig ausgepackt hat, schreibt sie an Jogiches: Ich bin einfach unmenschlich erschöpft.
und hasse Berlin und die Deutschen schon so, dass ich sie umbringen könnte. Eine Wohnung habe ich heute endlich gemietet, nachdem ich 75 Zimmer in verschiedenen Stadtteilen besichtigt habe, wodurch ich diese Viertel von Berlin wie meine fünf Finger kenne. Sie hat Sehnsucht nach Zürich und Jogiches und weiß doch, dass sie nur im Moloch Berlin eine Chance hat, in der großen Politik mitzumischen. Dabei setzt sie auf ihre Sprachgewalt, ist witzig, schlagfertig, pointiert. Das ganze Nachdenken über die Revolution erscheint ihr sinnlos, wenn man es nicht mit Leidenschaft vertritt. Sie schreibt flammende Artikel und will die Welt umkrempeln. Die Stadt, in der sie sich anfangs unbehaust fühlte, gewinnt langsam ihr Herz. Wieder zieht sie um, nach Friedenau, in die Kranachstraße, damals noch mit Vorortscharme. Zukünftig gibt sich hier das sozialdemokratische Establishment die Klinke in die Hand. Bebel, Kautsky, Zetkin. Es wird die erste Wohnung sein, die sie mit Jogiches teilt. Zwei Zimmer, rot und grün, Balkon, dunkles Gründerzeitmobiliar, Nippes und schwerer Samt. Bürgerliche Behaglichkeit, wie sie es sich erträumt hat. Jahrelang wechselten Jogiches und Luxemburg nur Briefe. 1902 entschließt er sich endlich, zu ihr zu ziehen. Seit Jahren wird die Luxemburg von der Geheimpolizei observiert. Sozialdemokraten sind verdächtig. Ein Satz bringt sie 1904 für 3 Monate ins Gefängnis. Sie hat den Kaiser beleidigt. Der Mann, der von der guten und gesicherten Existenz der deutschen Arbeiter spricht, hat keine Ahnung von den Tatsachen. Die Haftstrafe ist so etwas wie ein Ritterschlag für Sozialisten. Außerdem genießt sie Jogiches Fürsorge, der ihr Bücher und kleine Delikatessen schickt. Mit seiner Hilfe kann sie selbst vom Gefängnis aus politisch weiter Einfluss nehmen. Sie streitet mit allen. Vor allem mit ihren Parteifreunden, jenen Genossen in der SPD, die den Kapitalismus nur reformieren wollen. Sie will ihn abschaffen. Ökonomische Forderungen sollen politischer Sprengstoff werden. Notfalls mit Gewalt soll eine neue Weltgemeinschaft entstehen, die auf Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit beruht. Auch gegen Lenin, eine Ikone der russischen revolutionären Bewegung, polemisiert sie. Sein Ultrazentralismus sei von sterilem Nachtwächtergeist getragen. Ein Krake, der jedes Leben in der Partei erstickt. Sie waren eben keine Bolschewiki in diesem strikten leninistischen Sinne. Sie glaubten daran, dass das Proletariat als dieser mythische rote Riese sich erhebt und diesen ganzen bürgerlich-imperialistischen Überbau abwirft und dass von diesem Angelpunkt her nicht nur die Gesellschaft aus den Angeln gehoben werden kann, die besteht, sondern auch eine solidarische Menschengemeinschaft neu konstruiert werden kann. Anfang 1905 betritt Russland die revolutionäre Weltbühne. Auch in Warschau kommt es zu Aufständen. Jogiches fährt sofort hin. Luxemburg folgt ihm ein paar Monate später. Die Revolution ist großartig. Alles andere ist Quark. Das Revoluzzerpaar arbeitet im Untergrund und fliegt auf. Abends hat mich das Schicksal ereilt. Ich bin verhaftet worden. Ihnen droht Zwangsarbeit,
Im schlimmsten Fall die Todesstrafe. Tägliche Hinrichtungen von Häftlingen zermürben sie. Weil ihr Bruder im Spätsommer 1906 eine Kaution aufbringen kann, kommt sie frei. Aber sie hat sich verändert. Man führt das immer auf die schwierigen Umstände der Haft zurück. Das ist sicher ein Punkt, aber ich denke, das hängt auch zusammen mit der Veränderung, die ihre Partnerschaft mit Leo erlebt hat. Es hatte ja vorher lange gekriselt und sie hatte lange überlegt, ob sie sich trennen sollten. Und dort hat sich das nochmal zusammenführen lassen. Sie waren ja auch in ihrer politischen Haltung und in ihrem Verständnis dieser Revolution sehr verschieden. Er war der Verschwörer, das war eigentlich etwas, was einem vergangenen Jahrhundert angehörte. Sie waren ein ganz anderer Typ von Revolutionär, aber dort in dieser konzentrierten kurzen Zeit, in diesen Bedingungen der Illegalität, wurden ihrer beider Tugenden gebraucht. Ohne Leo Jogiches, der noch inhaftiert ist, kehrt Luxemburg nach Berlin zurück. Sie hat Zeit, Illusionen und ihre Liebe verloren. Die Mit-30erin verguckt sich aber schon bald in den Sohn ihrer Freundin Clara Zetkin. Der 15 Jahre jüngere Kostja zieht bei ihr ein. Er wohnt in Leos grünem Zimmer. Sie porträtiert ihn, überhäuft ihn mit Liebesschwüren. Mein geliebter Duduk, ich habe nie im Leben so viel offene Schmeichelei ins Gesicht und so viel gemachte Freuden für andere gesehen wie bei den Deutschen. Deshalb glaube ich auch nie ein Wort, niemandem von den Deutschen, wenn es mir angenehm ist. Auch Duduk nicht. Sei mir nicht böse. Ich glaube nur, dass du mich liebst. Und das genügt mir. Die junge Frau ahnt, dass sie nicht alt werden wird. Und sie will leben. Wie eine Kerze, die an beiden Enden brennt. London im Frühling 1907. Jogiches ist zurück und beansprucht wieder seinen Platz an ihrer Seite. Mitten in den Parteitag der russischen Sozialdemokratie fällt der Rosenkrieg der Delegierten Luxemburg und Jogiches. Zwischen ihren Reden auf der Bühne spielt sich im Parkett ein Eifersuchtsdrama ab. Sie wohnen im selben Hotel, Jogiches fängt Kostja Zetkins Briefe ab. Er hat sich einen Revolver besorgt und droht, den Nebenbuhler und sich zu erschießen. Alle drei überleben die Affäre. Fast beiläufig streitet Luxemburg mit Lenin in London über die Frage, wie eine Revolution zu führen ist. Lenin prophezeit, wartet nur, das Jahr 1905 kommt wieder. Zurück in Berlin gibt's neuen Streit. Rosa Luxemburg fühlt sich in der SPD zunehmend ausgebremst. Mein innerstes Ich gehört mehr meinen Kohlmeisen als den Genossen. Luxemburg propagiert den Generalstreik, um Druck zu machen. Aber die Genossen in der SPD-Spitze winken ab. Sie scheuen den revolutionären Kampf. Während die Debatten ins Leere laufen, gerät die Welt aus den Fugen. Der Schlachtruf des kommunistischen Manifests, Proletarier aller Länder vereinigt euch, kehrt sich im August 1914 in sein Gegenteil. Französische, deutsche, russische Arbeiter schießen aufeinander. Die Völker versinken im nationalen Taumel. Im Reichstag stimmen auch die Sozialdemokraten für die Kriegskredite. Einzige Ausnahme, der politische Newcomer Karl Liebknecht. Mit ihm teilt Rosa Luxemburg das Entsetzen, dass Arbeiter Marx' Idee von einer solidarischen Welt so schnell geopfert haben. Der Verrat der Sozialdemokratie führt zum endgültigen Bruch. Gemeinsam mit anderen Linken gründet die Luxemburg die Spartakusgruppe. Gleichzeitig zieht sie sich zurück, versucht, dem Chaos in ihrem Kopf mit einer völlig apolitischen Leidenschaft beizukommen. Sie sammelt Pflanzen. Wieder einmal braucht sie etwas, was sie mit Haut und Haar beansprucht. Sie malt. In der Landschaft entdeckt sie die eigene Kämpfernatur.
Wenn ich die weiße, kochende Wasserhöhle sehe und das betäubende Getöse höre, schnürt sich mir das Herz zusammen. Ich bleibe dabei, dass man sich lieber in den Rheinfall stürzen und in ihm wie eine Nussschale untergehen muss, als ihn mit weisem Kopfnicken weiterrauschen zu lassen. Sie war ein Kind ihrer Zeit. Sie war ein Kind dieser Weltkriegsperiode und Revolution und Weltkrieg hingen nun mal unmittelbar zusammen. Und sie war ein Kind dieser kollabierenden, großen Vielvölkerreiche des Ostens mit viel Angst vor diesen neuen Nationalbewegungen. Deswegen war sie so eine glühende Internationalistin, weil sie als jüdische Sozialistin aus Polen auch Angst vor diesen Nationalbewegungen hatte. Also wollte sie das Ganze in einer sehr idealistischen Weise irgendwie in eine große sozialistische Völkergemeinschaft überführt wissen. Kaum war ich gestern Nacht auf dem Berliner Pflaster ausgestiegen, als mich die bösen Vögel der geistigen Vereinsamung und der Depression wieder in ihre Krallen gepackt haben. Und ich musste mich sehr zusammennehmen, um auf der Straße nicht zu weinen. Die Antikriegsaktivistin Rosa Luxemburg reist mit ihrem neuen Freund Paul Levy durch Deutschland. Als Anwalt hatte er sie vor Kriegsausbruch in mehreren Verfahren wegen sogenannter gewerbsmäßiger Hetze verteidigt. Erfolglos. Der Kriegsminister klagte gegen Luxemburgs Behauptung, es gebe Soldatenmisshandlungen. Das Strafmaß ist mit 12 Monaten Gefängnis unverhältnismäßig hoch. Im Februar 1915 muss Luxemburg die Strafe antreten. Auf Haft folgt Schutzhaft. Die Zelle wird bis zum Ende des Krieges mit kurzen Unterbrechungen ihr Lebensraum sein. Abgeschnitten von der Welt versucht sie sich trotzdem einzubringen. In einer wahren Schreibwut verfasst sie polemische Artikel gegen den Krieg und analysiert die Ursachen jener Weltkatastrophe, die an Wucht alles Bisherige in den Schatten stellt und nichts als Trümmer von zerschmettertem Menschenglück hinterlassen wird. Ihre Hoffnung? Je länger der Krieg dauert, desto größer die Chancen für eine Revolution. Anrührende Briefe voller Sehnsüchte und Selbstzweifel erreichen die Freunde. Hänschen, schlafen Sie? Ich komme mit einem langen Strohhalm, um Sie am Ohr zu kitzeln. Ich brauche Gesellschaft, ich bin traurig, ich will beichten. Ich fühle mich wie eine erfrorene Hummel. Haben Sie schon mal im Garten an dem ersten frostigen Herbstmorgen eine solche Hummel gefunden, wie sie ganz klamm wie tot auf dem Rücken liegt im Gras? Mit dem Arzt Hans Diefenbach verbindet sie eine jahrelange Zuneigung. Seelenverwandtschaft. Von Ihnen habe ich die wohltuende Überzeugung, Sie sind außerstande, auch nur in Gedanken eine Gemeinheit zu begehen. Und wenn mich Ihr semmelblondes Temperament und Ihre ewig kühlen Hände oft irritieren, so sage ich doch, dass Sie nie über das Glück und den Frieden anderer Menschen wie ein Panther dahinstürmen werden. Hans Diefenbach fällt 1917 an der Westfront. Wir hatten 1000 Pläne für die Zeit nach dem Kriege. Wir wollten das Leben genießen, reisen, gute Bücher lesen, den Frühling bewundern wie noch nie. Ich begreife es nicht. Wie ist das möglich? Wie eine abgerissene und zertretene Blume. Zur gleichen Zeit übernehmen die Bolschewiki in Russland die Macht. Oktoberrevolution. Für Luxemburg ist es zunächst die Weltgeschichte in Person, die dort freudetrunken die Carmagnole tanzt. Aber Freiheit nur für die Anhänger der Regierung, nur für Mitglieder einer Partei, mögen sie noch so zahlreich sein, ist keine Freiheit. Freiheit ist immer nur Freiheit des Andersdenkenden. Die Beschreibung Rosa Luxemburgs sehr früh nach der Oktoberrevolution
was die Bolschewiki eigentlich machen und wie es falsch läuft. Also das ist eine solche Geistesleistung, muss ich auch mal sagen. Das war ja nicht wie heute, wo man Fernsehen kann oder man schickt sich irgendwie eine SMS und kann sich gut informieren, sondern Russland war weit. Es war eine schlechte Kommunikation und sie hat die Fähigkeit gehabt, aus ein paar Informationen, die sie gekriegt hat, 1917 und eben bis zu ihrem Tode, genau die Schwachpunkte schon rauszufinden, die später das ganze System im Prinzip unterhöhlt haben. Sozialismus oder Barbarei, das haben die sehr wörtlich genommen. Und wenn natürlich so Barbarei, und die schien man schon gekannt zu haben in Form des Ersten Weltkriegs, wenn das die Alternative war, dann musste man natürlich in einer forcierten Weise hier und jetzt für den Sozialismus als das ganz andere kämpfen. Sie hat gesagt, es werden lauter Rechte eingeschränkt in der Sowjetunion, Freiheitsrechte. Und dann hat sie gesagt, Kommunistinnen und Kommunisten und Sozialistinnen und Sozialisten müssen für das Gegenteil stehen, also für den Ausbau der Rechte. Und dann hat sie gesagt, dann kann es aber Situationen geben nach einer Revolution, wo man bestimmte Rechte einschränken muss, damit die Revolution nicht gleich wieder kaputt gemacht und zerstört wird. Und dann hat sie gesagt, aber dann darf man nicht so tun, als ob das sozialistisch wäre. Sondern dann muss man sagen, das ist eine Einschränkung, die tut uns wahnsinnig leid, das ist ganz und gar gegen unsere Ziele. Wir haben eigentlich etwas völlig anderes vor und wir werden das auch in kürzester Frist wieder aufheben. November 1918. Revolution auch in Berlin. Rathäuser, Bahnhöfe, Zeitungsredaktionen werden besetzt, politische Gefangene befreit. Es bilden sich Arbeiter- und Soldatenräte. Überrascht von ihrer plötzlich gewonnenen Macht. Für die einen erfüllt sich eine Vision, für die anderen beginnt ein Albtraum. Der Kaiser flieht. Der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann proklamiert die Freie Deutsche Republik. Karl Liebknecht die Freie Sozialistische Republik. An diesem Tag wird Rosa Luxemburg in Breslau aus der Haft entlassen. Es ist der 9. November 1918. Alles scheint möglich. Gleich nach ihrer Ankunft in Berlin übernimmt sie die Redaktion der Roten Fahne, das Blatt der Spartakisten. Die wollen den Aufstand nicht beenden, sondern weiterkämpfen. Rosa Luxemburg mahnt aus strategischen Gründen zur Geduld. Doch die radikale Gruppe um Karl Liebknecht gibt den Ton an. Die Spartakisten werden zum Staatsfeind der jungen Deutschen Republik. Die Spartakus-Leute sahen sich im Grunde in Berlin konfrontiert von radikalen revolutionären Obleuten, meuternden Matrosen und Soldaten, die in einer doch eher leninistischen Weise den Griff nach der Macht wagten. Sie war da zurückhaltend. Aber Karl Liebknecht, die andere charismatische Figur des Spartakusbundes war, war bestochen von der Idee, dass er vielleicht doch so etwas wie der deutsche Lenin sein könnte. Sie war ja nicht etwa Demokratin im Sinne der parlamentarischen Demokratie, sondern sie hat noch am 18. November in einem Artikel für die Rote Fahne ausdrücklich für den Bürgerkrieg sich ausgesprochen und erklärt, der Sozialismus durch parlamentarische Mehrheiten einführen zu wollen, sei eine kleinbürgerliche Illusion. Das ist der Punkt, den ich kritisch sehe bei ihr, weil ich glaube, dass sie die Folgen, die das hat, auch die Folgen für viele unschuldige Menschen, nicht an sich rangelassen hat, sondern es war eine Radikalisierung bei ihr, durch diese Zeit aufgeschaukelt. Doch die Revolution scheitert. Luxemburgs letzter Artikel erscheint am Tag ihres Todes. Ordnung herrscht in Berlin. Eure Ordnung ist auf Sand gebaut. Die Revolution wird sich morgen schon rasselnd wieder in die Höhe richten und zu eurem Schrecken mit Posaunenklang verkünden. Ich war, ich bin, ich werde sein. Luxemburg und Liebknecht, die Gründer der neuen kommunistischen Partei, werden nun zu Gejagten.
ihr letzter Unterschlupf eine Wohnung in Wilmersdorf. Entgegen allen Regeln der Konspiration halten sie sich hier zusammen auf. Am Abend des 15. Januar werden sie von Männern der örtlichen Bürgerwehr verhaftet. Ziel ist das Nobelhotel Eden, Hauptquartier der Garde-Kavallerie-Schützendivision. Chef dieser berüchtigten Freikorpsgruppe ist Hauptmann Waldemar Pabst. Er fand, dass sie das alles, wie man heute so schön sagt, cool hingenommen hat, ja, dass sie also ganz ruhig geblieben ist, dass sie auch nicht geleugnet hat, wer sie ist. Also die, die sie verhaftet haben, haben gefragt, sind sie Fräulein Luxemburg? Und sie hat gesagt, ich bin Frau Luxemburg. Und er beschreibt zwei Sachen. Sie hätte einerseits den Saum ihres Kleides wieder angenäht, der wohl bei der Verhaftung zerrissen wurde. Und dann hätte sie in aller Ruhe im Faust von Goethe gelesen. Waldemar Pabst gilt als das Rückgrat aller eingesetzten Truppen, auf die sich der Sozialdemokrat Gustav Noske verlassen kann. Noske, die rechte Faust der Übergangsregierung, fackelt nicht lange, denn einer muss der Bluthund sein. Ihn ruft Pabst in jener Nacht an, um sich das Okay im Fall Luxemburg-Liebknecht zu holen. Von diesem Ereignis benachrichtige ich sofort telefonisch den Oberbefehlshaber Herrn Noske und den Generalinfanteriefreier von Lüttwitz. Es ist ja interessant, dass die gewusst haben, dass sie gefangen genommen wurden, nicht? Ja. Noske fügt hierzu, es ist unbedingt dafür Sorge zu tragen, dass die geistigen Häupter der Gegenrevolution auf dem Wege nach Moabit nicht durch ihre Anhänger befreit werden. Herr Pabst, der diesen Mord befohlen hat und organisiert hat an den beiden, an Liebknecht und an Luxemburg, der hat in der Nacht den Herrn Noske angerufen und ihn um die Ermordungsbefehle gebeten. Und der Noske selber hat gesagt, das kann ich nicht machen, da bricht die Partei. Der Pabst soll das doch von seinem militärischen Befehlshaber, das war ein General Lüttwitz, soll er das doch holen. Und der Pabst hat gesagt, das kriege ich von dem nicht. Ja? Und dann soll Noske eben gesagt haben, nach Aussagen von Pabst, dann müssen Sie wissen, was Sie zu tun haben. Und das war praktisch also ein Freibrief, die beiden zu ermorden. Liebknecht wird als erster abgeführt und vor dem Hotel Eden mit einem Gewehrkolben niedergeschlagen. Später im Tiergarten von hinten erschossen. Minuten später ist Rosa Luxemburg an der Reihe. Von einem Gewehrkolbenschlag schwer verletzt, wird sie im Auto erschossen und danach in den Landwehrkanal geworfen. Sie ist nicht einmal 50 Jahre alt geworden. Später stößt man im Hotel Eden auf die gelungene Aktion an. Die Mörder und Hintermänner aber bleiben dem Gelage fern. Für sie war die Luxemburg ein Symbol, die Verkörperung des Roten Aufruhrs. Das war eine ganz gefährliche Figur und dadurch, dass sie natürlich eine Frau war und noch eine Jüdin und dann noch aus Russland, wie es so schön heißt, eigentlich aus Polen kam, ja, hatte sie so viel Negatives in Anführungszeichen vereinigt, ja, dass man dann natürlich einen irrsinnigen Hass auf sie auch hatte. Man kann einen solchen Mord nicht gutheißen, aber man wird in der Situation den Einsatz militärischer Mittel gegen einen Putsch, denn das ist es ja gewesen, den Einsatz militärischer Mittel nie vermeiden können. Die ich rief, die Geister, machen dann nicht unbedingt das, was ich mir wünsche. Es gibt dafür keine Legitimation und nichts Böses ist damit verhindert worden. Es ist vielleicht ein Stück vernünftiger Linker verhindert worden, das ist wahr. Aber wenn man ernsthaft glaubt, in dieser Form, also durch Morde, das Ganze regulieren zu dürfen, und zwar in den 20er Jahren, wir waren ja nicht im 15. Jahrhundert, also muss man ja auch immer daran erinnern, wir waren im 20. Jahrhundert, indiskutabel. Und das kann auch heute überhaupt niemand mehr rechtfertigen. Und wenn er das heute noch versucht, ist es noch abenteuerlicher als damals. Damals war die Welt wirr. Das war ja noch keine gelebte Demokratie. Verstehen Sie, wir kamen ja gerade aus dem Kaiserreich. Es war wie immer alles wirr. Revolutionen in Deutschland finden ja immer nur bis zu einem bestimmten Grad statt und scheitern dann. Und ist auch traurig, aber es ist halt, wie es ist. Und das wirkte sich natürlich auch damals aus. Sozialdemokraten und Militärs versuchen den Mord zu vertuschen. Vergeblich. Jeden Tag gibt es neue Zeitungsmeldungen. Leo Jogiches befragt Zeugen und veröffentlicht Hintergründe des Verbrechens. Es ist sein letzter Liebesdienst für Rosa. Dann wird auch er Opfer eines Mordkomplotts. Auf der Flucht erschossen.
Sein Verschwinden erregt kein Aufsehen. Doch die von ihm recherchierten Fakten sind nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Da konnte auch die SPD-Regierung nicht mehr umhin, eine gerichtliche Untersuchung machen zu lassen. Aber das Verrückte ist natürlich, sie haben die Militärgerichtsbarkeit, und nämlich die Militärgerichtsbarkeit des Hauptmann Pabst, ja, dafür eingesetzt, über den Mord, den er organisiert hat, bestimmen zu lassen. Ja. Und es war natürlich eine absolute, es war ein Kasperltheater, absolute Camouflage. Am 8. Mai 1919 beginnt der Prozess im Kriminalgericht Moabit. Die Einlasskarten werden hoch gehandelt. Die Richter besitzen das volle Vertrauen der Angeklagten. Ein Kameradengericht, dem unter anderem Wilhelm Canaris angehört, später Hitlers Geheimdienstchef, leistet in diesem Prozess ganze Arbeit. Statt den Tathergang aufzuklären, werden falsche Fährten gelegt. Die wirklichen Täter bleiben im Dunkeln. Die verurteilt werden, kommen bald wieder frei. Zwei Wochen nach dem Ende des Prozesses entdeckt ein Schleusenwärter eine Tote im Landwehrkanal. Anhand ihres Kleides, der Handschuhe und eines Medaillons wird sie identifiziert. Es ist Rosa Luxemburg. Das war der Auftakt für diese ganzen Morde, die da passiert sind. Und das war sozusagen der Anfang dieser Blutspur, die durch die Weimarer Republik ging und die dann zum Faschismus geführt hat. Und dass das einfach so geschehen konnte und dass da nichts gegen unternommen wurde, das zeigt eben auch, dass diese Demokratie keine wehrhafte Demokratie war. Im Juni 1919 wird Rosa Luxemburg zu Grabe getragen. Der Trauerzug gleicht einer Demonstration. Von nun an wird sie zur Ikone. Wenn sie das überlebt hätte, sie wäre spätestens von Stalin umgelegt worden oder von irgendwelchen Kommunisten hier, Ulbricht und Co. Also die haben gerade die glaubwürdigen Genossen ja umgelegt. Je schwächer eigentlich die innere Legitimation der DDR-Regierung wurde, umso höher wurde diese säulenheiligen Figur der Rosa Luxemburg gestellt.